Fit und Gesund, das wöchentliche Gesundheitsmagazin auf Deutsche Welle TV. In unserem Studiogespräch erfahren Sie mehr über Gesundheit, Fitness, Wellness und Ernährung. Jede Woche neu das Expertengespräch aus Fit und Gesund. Dr. Dieter Kunz lässt von Berufswegen andere schlafen und Schlaf finden. Denn Sie, Herr Dr. Kunz, sind Chefarzt der Abteilung für Schlafmedizin im St. Hedwig Krankenhaus hier in Berlin. Schön, dass Sie bei uns sind. Fangen wir vielleicht mal mit der vielleicht schwierigsten Frage an. Was genau ist denn nun eigentlich Schlaf? Tja, das ist die schwierigste Frage. Da haben wir auch keine kluge Antwort drauf. Was wir heute können, ist, dass wir Biosignale messen und damit Schlaf charakterisieren können. Das heißt, wir können beschreiben, wie er aussieht auf objektiver Ebene. Aber was das so genau ist und was da für Abläufe sind, warum diese Abläufe so sind, das wissen wir nicht. Obwohl wir alle jeden Tag, jede Nacht schlafen, das große Mysterium nach wie vor ein Stück weit. Ist ja eigentlich auch schön, dass es das noch gibt. Welche Erkrankungen können denn vor allem entstehen, wenn wir zu wenig schlafen? Wir haben in den letzten Jahren erheblichen Zuwachs an Wissen bekommen, was die Funktionen an Schlaf angeht und in dem Sinne auch Assoziationsstudien zu Erkrankungen. Und da können Sie eigentlich Erkrankungen aus jedem Bereich der Medizin nehmen. Dass, wenn man lange schlecht schläft, eine Depression bekommen kann, das ist, glaube ich, trivial, das weiß jeder. Aber dass man davon dick werden kann, Diabetes kriegt, Bluthochdruck kriegt, ist vielleicht noch nicht so bekannt. Und es gibt jetzt sehr neue Arbeiten, die einen sehr deutlichen Hinweis dafür geben, dass selbst Alzheimer-Demenz ursächlich durch fehlenden Schlaf verursacht sein kann. Gilt denn dann aber auch der Umkehrschluss? Also wenn ich wirklich viel schlafe, werde ich vielleicht nicht so dick? Es ist nicht die Menge an Schlaf im Absoluten, sondern die Schlafmenge ist sehr individuell festgelegt. Das heißt, es gibt Kurzschläfer, Langschläfer und das weiß dann jeder, was sein individuelles Maß ist. Und ja, wenn Sie dieses optimale Menge an Schlaf bekommen, die für Sie gedacht ist, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie diese Erkrankungen seltener kriegen. Aber wenn Sie nur 4 Stunden brauchen, nutzt es Ihnen nichts, wenn Sie versuchen, wenn ich dann 6 zu schlafen. Zum Beispiel schlafe. Jetzt soll in den Industrieländern angeblich zu wenig geschlafen werden, sagen verschiedene Studien. Trifft das zu? Sie können ganz sicher davon ausgehen, dass jeder, der morgens vom Wecker geweckt wird, sein individuelles Maß an Schlaf nicht bekommen hat. Und das ist auf Dauer krankheitsmachend. Wenn ich Probleme mit dem Einschlafen habe, mit dem Durchschlafen habe, wie lange ist es noch normal und ab welchem Punkt sollte ich mir Hilfe suchen? Die Frage ist immer, ob Sie eine Ursache selber kennen. Wenn Sie jedes Mal abends die wichtigsten Dinge Ihres Lebens mit dem Partner besprechen und dabei hochdrehen und Stress haben, sollten Sie sich nicht wundern, wenn Sie danach nicht einschlafen können, dann wissen Sie auch die Ursache. Aber wenn Sie nicht einschlafen, nicht durchschlafen und, was entscheidend ist, nicht erholsam schlafen, das heißt am Tage nicht Ihre Leistungsfähigkeit bekommen, dann muss ich mir Hilfe suchen. Dann müssen Sie irgendwann gucken, dass Sie Hilfe bekommen. Stress ist ein häufiger Schlafräuber. Wir haben viele Fragen dazu bekommen. Eine zum Beispiel von Herrn Somasundaram aus Indien. Er möchte nämlich wissen, inwiefern lässt uns Stress denn wirklich nicht schlafen oder ist das auch Einbildung in Anführungsstrichen? Nein, das ist sicher keine Einbildung. Stress ist ja erstmal eine Bereitstellung. Wenn ich Schwierigkeiten habe, weil ich zum Beispiel vom Löwen angegriffen werde, dann sollte ich aufmerksam sein, dann sollte ich sehr schnell reagieren können. Und dafür hat der Körper diese Stressreaktion gebaut. Und die ist dann aber nicht sofort weg, sobald der Löwe um die Ecke gezogen ist. Und das bedeutet nicht der Löwe, sondern vielleicht die Bedrohung oder die berufliche Anspannung, was auch immer. So ist es. Jede Art von Belastungssituation, die ich habe. Und wenn ich dann abends ins Bett gehe, bin gestresst, dann kann ich das nicht per Knopfdruck wieder ausschalten. Das bedeutet, ich schlafe schlechter ein. Irgendwann tue ich es dann doch, weil ich todmüde bin. Aber dann ist auch der Schlaf qualitativ beeinträchtigt, weil ich weiterhin gestresst bin. Ich wache früher auf und bin dann am nächsten Tag unerholt. Welche anderen psychischen Ursachen gibt es denn noch? Grundsätzlich kann man sagen, jede Erkrankung des Gehirns hat nicht nur eine Tagesseite, sondern auch eine Nachtseite. Was bedeutet, egal welche psychische Auffälligkeit, psychiatrische Auffälligkeit Sie nehmen, haben die alle eine Schlafseite. Teilweise wissen wir die nur noch nicht voneinander zu differenzieren. Das heißt, es können auch Erkrankungen wie Depressionen sein, die dann Schlafstörungen machen. Es können Angsterkrankungen, es können viele andere Störungen sein. Sämtliche dieser Erkrankungen, die Sie benennen, gehen mit einer Schlafstörung ganz klar einher. Auch zum Beispiel die Abhängigkeitserkrankungen gehen mit einer Schlafseite einher. Und wir wissen zum Beispiel, dass sowohl für die Abhängigkeitserkrankung, also Alkohol oder auch Tabletten, wie auch für die Depression chronisch gestörter Schlaf erstens der wichtige Vorläufer ist. Das heißt, da können Sie vorhersagen, dass innerhalb von einem Jahr eine erhöhte Wahrscheinlichkeit ist, diese Erkrankung zu bekommen. Wie auch umgekehrt, wenn die Erkrankung weg ist, Depression, Alkoholabhängigkeit, wenn die Schlafstörung weiter persistiert, haben Sie ein erhöhtes Risiko, einen Rückfall zu erleiden.
Wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, mit Schlaftabletten einzuschlafen, die ab und zu mal nehme, wie lange darf ich die denn nehmen, bevor es wirklich ein zu viel wird? Schlaftabletten wird gerade ein riesiges Thema, weil die bisher üblichen Schlafmedikamente, die wir haben, eigentlich gar keine Schlafmittel sind, sondern Narkosemittel sind. Was Sie daran merken können, Sie schlafen zwar, Sie sind weg, aber am nächsten Morgen haben Sie häufiger etwas wie ein Hangover. Sie sind ein bisschen müde, ja, haben Knochen, tun Ihnen so ein bisschen weh. Was bedeutet, die Funktionen von Schlaf werden mit diesen Mitteln eigentlich gar nicht so stark unterstützt. Trotzdem ist eigentlich ein Appell, dann zurückhaltend damit zu sein, es nur ganz kurz zu machen? Grundsätzlich ja, Zurückhaltung, und Sie sollten es, wenn intermittierend machen, bei den heute üblichen Schlafmitteln, da sollte man nach 4 oder 5 Wochen auf jeden Fall mal eine Pause machen. Vielen Dank, Herr Dr. Kunz.